Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch. Ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind, trotz des Wetters. Es ist ja schön, dass es jetzt eine kleine Abkühlung gibt. Aber eventuell erwarten wir jetzt eine heiße Diskussion bei unserer Veranstaltung. Als erstes muss ich leider, und das tut mir sehr leid, ich habe mich darauf sehr gefreut und ich weiß, wahrscheinlich alle, die hier sind, haben sich darauf gefreut, dass Tessa da sein wird. Tessa ist erkrankt und musste ganz, ganz kurzfristig heute Morgen absagen für die Veranstaltung heute. Wie es weitergeht, wird sich noch weisen. Sie wird gerne nach Hamburg kommen, sie wäre auch gerne heute schon da, aber wie gesagt, also heute geht es aufgrund von Krankheit überhaupt nicht. Wir haben dann überlegt, oder ich habe heute Morgen überlegt, dann, was machen wir jetzt? Bin ich hier mit Katharina alleine und wir machen hier das Ganze zum Selbstbestimmungsgesetz und was jetzt? Und dann haben wir aber jetzt ganz freundlich Ersatz bekommen. Einmal von Adan Geißendörfer. Adan Geißendörfer ist Geschäftsführung beim, das muss ich überlegen, beim Checkpoint Queer e.V. in Lüneburg. Hallo Adan. Dann ist natürlich hier, ihr habt sie alle schon gesehen, unsere zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank. Hier ist sie einmal als Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und unsere Bezirke. Und aber auch, und da bin ich auch sehr gespannt, einfach als Katharina. Dazu war mir das dazu später mehr. Ja, und last but not least ist Cornelia hier. Cornelia Kost, Psychotherapeutin beim Verein 4B der Transsuchthilfe Hamburg. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig irgendwie auf die Reihe gebracht. Aber du kannst es gerne dann auch nochmal selbst tun. Ja. Ja, zuletzt möchte ich mich noch vorstellen. Mein Name ist Jochen Wiesecke. Ich bin einer aus dem sprechenden Team der LAG Queer Grün hier in Hamburg. Wir haben letztes Jahr schon eine Veranstaltung gemacht in der Pride Week, die uns viel Spaß gemacht hat. Da durfte ich auch moderieren und ich probiere es einfach dieses Mal nochmal und freue mich jetzt auf den Abend. Ich habe mir ungefähr so vorgestellt, mal sehen, ob das funktioniert, das Thema Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt? Das ist die Überschrift und von daher denke ich, wir werden jetzt als erstes ein bisschen was hören, was ist das Selbstbestimmungsgesetz vom Inhalt her, was regelt es, was macht es, wo ist was macht den Unterschied für trans-, inter- und non-binäre Menschen unter uns im Gegensatz zum jetzigen Zeitpunkt, wie man aktuell hier umgegangen wird mit denen, also mit Menschen, die trans-, inter- oder non-binär sind. Ich muss gerade noch ein bisschen meine Worte suchen, aber das wird besser. Und dann wollte ich aber auch gerne im zweiten Teil oder in einem zweiten Teil, so gegen Ende oder Mitte, dazu überleiten, wie geht's weiter. Weil die Frage ist ja, was leistet das Gesetz? Was kann es überhaupt leisten und ist das jetzt schon alles oder braucht es dann noch viel mehr? Und ihr alle wisst es und es kommt ja auch so ein bisschen raus, es braucht natürlich noch viel mehr. Aber zuerst möchte ich dazu einladen, dass meine Gäste sich erst nochmal in zwei, drei Worten vorstellen, in zwei, drei Sätzen was zu ihrer Arbeit sagen und ihre Verbindung zur queeren Community. Ja, und da bitte ich doch als erstes Katharina. Das mache ich sehr gern, freue mich sehr, heute wieder hier zu sein.
nach der langen Corona-Pause. Es ist ganz toll, auch in diesem Kreis so viele wiederzusehen und auch einige neue Gesichter hier willkommen zu heißen. Und ich freue mich auch sehr über die Veranstaltung, den Titel und die Diskussion und hoffentlich auch viele Beiträge gleich von euch und von Ihnen. Ja, du hast mich ja eben schon sehr charmant vorgestellt als Senatorin, zweite Bürgermeisterin meiner offiziellen Funktion, aber auch eingeladen, auch mal Mensch sein zu können, also auch Katharina sein zu können. Auch als Bürgerin dieser Stadt habe ich natürlich auch bestimmte Vorstellungen und Ideen und Positionen und auch eine ganz klare Haltung, auch gerade zu den Themen, die die Community bewegen. Und als Senatorin, das darf ich jetzt seit gut 7 Jahren machen, auch für den gesamten Bereich der Gleichstellung zuständig zu sein. Und ein großes Projekt, das wir 2017 auf den Weg gebracht haben, weil das eigentlich der Rahmen auch für unsere Arbeit ist, sowohl für das Regierungshandeln, aber auch für den parlamentarischen Raum, vor allem aber auch mit Strahlkraft in die Stadt hinein, ist der Aktionsplan zur Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, der sich tatsächlich zum Ziel gesetzt hat, vollständige Gleichstellung, Gleichberechtigung aller in der Stadt lebenden Menschen zu erreichen und adressiert aber hier insbesondere die queere Community und hat alle Behörden, das sind in Hamburg ja die Ministerien, bis hin zu den Bezirksämtern eingeladen, über alle Themenfelder hinweg, von der Gesundheit über die Bildung, vom Sport, Kultur, über das Thema Leben im Alter, vieles, vieles mehr, auch das Thema Innen, zum Beispiel Polizei und Feuerwehr, aufzugreifen und Maßnahmen zu entwickeln, wie wir bestehende Barrieren abbauen, wie wir aber auch erkennen, wo diskriminiert wird, wo ausgegrenzt wird, in Sprache, im Verwaltungshandeln, in dem Nichtvorhandensein von bestimmten Strukturen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, wieder zusammen mit der Community, vor allem aber, und das ist das Spannende, auch mit Kolleginnen und Kollegen aller Behörden, diesen Aktionsplan weiterzuentwickeln. Und da kommt ein Ergebnis im Herbst. Ich nehme nicht viel, viel vorweg. Ich sage nur, es sind viele, viele Maßnahmen dazugekommen zu ganz aktuellen Themen. Und ich bin gespannt, was ich hier heute höre, ob wir da auf dem richtigen Pfad sind, ob wir vielleicht noch was vergessen haben, was irgendwie noch dazukommen muss. Und das ist das, was meine Arbeit in dem Bereich ausmacht und dem eine Rahmung gibt. Und das macht mir sehr viel Freude. Den Bezug zur Community, ich habe es vorhin in dem kurzen Radio-Interview gesagt, den habe ich irgendwie, seitdem ich in Hamburg bin, das ist seit 2004. Und seitdem fühle ich mich irgendwie auch dazugehörig. Für mich ist das immer alles selbstverständlich gewesen. Ich glaube, ich habe lange gar nicht verstanden, warum viele Themen so politisch diskutiert wurden, und habe es aber über die letzten Jahre immer besser verstanden und freue mich, dass ich irgendwie als Mensch dabei sein kann, aber vor allem auch, dass ich politisch dort, wo es noch nicht stimmt, noch nicht passt, einen kleinen Teil dazu beitragen darf, dass es für alle gut ist, ne? Alle so sein können, wie sie sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Katharina, für den kurzen Einblick in einer deiner Arbeitsbereiche hier als Senatorin für Gleichstellung. Wir werden sicher später dann eben beim Thema wie geht's weiter noch vielleicht gesondert darauf kommen, dass du vielleicht noch 1-2 Sachen da auch nochmal so ausführen kannst. Aber das erstmal vielen Dank. Adam. Hallo. Wir haben uns heute kurz vor der Veranstaltung erst kennengelernt. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, die anderen auch, jetzt von dir zu erfahren, was arbeitest du, was ist die Geschäftsführung und wie ist deine Verbindung zur queeren Community? Ich muss noch einmal ganz kurz aus Berufskrankheitsgründen fragen, möchtest du uns noch dein Pronomen sagen? Ja, sie. Gut, danke. Das ist gut zu wissen. Ja, Adern heiße ich, keine Pronomen. Das heißt, über mich redet man am besten geschlechtsneutral, wie es geht. So. Ich mache die Geschäftsführung beim Checkpoint Queer in Lüneburg. Wir sind das queere Zentrum Lüneburgs und tatsächlich ein Verein. Ja, und
machen so alles viel. Kulturveranstaltungen, sind Beratungen, es gibt so diverse Selbsthilfegruppen, Bastelabende, halt so queerer Raum, den Leute leben. Und so STI-Beratung, STI-Prävention, so einen großen Gesundheitsbereich haben wir noch und einen Trans-Schwerpunkt, würde ich sagen. Also, so. Genau. Und dann, also da mache ich viel so Orga und dann mache ich auch noch praktisch Transberatung viel. Und habe angewandte Sexualwissenschaft studiert und bin quasi persönlich queer und berufsqueer. Immer queer und immer trans, ganzen Tag. So, und bin in der seltenen Position, dass ich eigentlich die meiste Zeit mit Transleuten rumhänge. Also, so, das heißt, wenn mir Leute auf die Nerven gehen, dann meistens Transleute, weil wer anders ist nicht da. Das so. Noch was? Also, ja. Also ich habe einen sehr praktischen Bezug sozusagen. Ja. Ne? Also ich bin. Ich glaube, wir haben das alle verstanden und ja. Ja, vielen Dank. Ja, Cornelia, ich würde dich bitten, dass du auch noch ein paar Worte zu dir sagst. Ich denke, viele kennen dich. Cornelia ist mit mir im sprechenden Team der LRG Queer Grün. Wir kennen uns da schon jetzt ein bisschen länger, schon ein oder zwei Jahre. Ich arbeite sehr gerne mit Cornelia zusammen. Ich bin froh, dass sie heute hier mit an meiner Seite ist, gerade bei diesem Thema. Und ja, vielleicht sagst du noch ein paar Sachen zu dir. Ja, ich bin... Ich mir schon gedacht, dass das nicht läuft. Hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir mich. Ich höre mich selber nicht. Gut. Versuchen wir unser Glück. Ich bin Cornelia Kost. Ich bin selber trans. Benutze das Pronomen sie. Habe ich gesagt, dass ich 60 Jahre alt bin? Ich lebe in einer Transfamilie, also in einer sehr translastigen Familie, sagen wir mal so, mit 4 Männern zusammen. Davon ist einer cis. Also auch bei mir ist das Thema Trans immer sehr präsent und ich leite mit 4B vom Träger Therapiehilfe eine der großen niedrigschwelligen Einrichtungen für geschlechtsdiverse Menschen im norddeutschen Raum. Und außerdem bin ich mit Jochen zusammen noch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Queer der Grünen und wir hatten kürzlich erst eine Sitzung und haben mit Tessa zum Beispiel über Entschädigungsfragen und die Verknüpfung von verschiedenen Themen in die laufenden Entschädigungsfragen hinein, aber das ist jetzt noch nicht gleich das Thema, diskutiert. Und insofern kann ich natürlich Tessa hier nicht ersetzen, nicht die Bohne. Tessa macht da sehr viel mehr Spaß als ich. Dazu habe ich dann zu ernst mit dem Thema zu tun und sehe auch zu viel Leid. Aber wir versuchen trotzdem, euch qualifiziert hier etwas mit auf den Weg zu geben. Ja, damit würde ich vorschlagen, steigen wir gleich mal ein ins Thema. Es geht ums Selbstbestimmungsgesetz, das jetzt vor ein paar Wochen wurde uns ein Eckpunktepapier vorgestellt von den beiden zuständigen Ministerien, das ist Familie und das ist Justiz. Der Fahrplan ist, dass nach dem Eckpunktepapier, das jetzt vorgestellt wurde, am Ende der Sommerpause ein Referentinnenentwurf vorliegen soll und der die Grundlage bildet oder bilden soll, um nochmal in die Diskussion zu gehen mit den verschiedenen Interessenverbänden. So, geplant ist Ende, so wie ich es verstanden habe, Ende des Jahres dann das Ganze in ein Gesetz zu gießen, in den Bundestag einzubringen und es zu verabschieden. So, jetzt ist die große Frage,
Worum geht es denn im Selbstbestimmungsgesetz? Und da frage ich jetzt als erstes mal Cornelia, ob sie uns da so ein bisschen was sagen kann. Das kann ich. Zufälligerweise bin ich vorbereitet. Also, wenn ihr mir heute die Gelegenheit gebt, müsst ihr damit rechnen, dass ich noch mal ein ganz kleines bisschen Geschichte mache, weil ich schon bevor das TSG in Kraft sehr genau wusste, dass ich trans war und mich das natürlich sehr beschäftigt hat, das TSG, aber damit möchte ich nicht einsteigen. Dazu kommen wir später, weil da geht es nämlich genau darum, was verändert denn, also was für eine Veränderung macht es denn aus? Wie ist die Situation im Moment oder wie war sie? Und was macht das Selbstbestimmungsgesetz dann, ich sag mal, besser, in Anführungsstrichen? Verführe mich nicht. Ja. Also, so viel zum TSG. Es beinhaltet an verschiedenen Stellen gravierende Menschenrechtsverletzungen. Unter anderem eine uns allen sehr bekannte Menschenrechtsverletzung, dass Menschen gezwungen sind, sich zu sterilisieren, also unfruchtbar zu sein. Das ist eine der ganz gravierendsten Menschenrechtsverletzungen, die wir in dieser Republik bis 2011 hatten. Die zweite gravierende Verletzung der Menschenrechte war familienrechtlich, dass die Menschen zwangsgeschieden werden mussten. Das Bundesverfassungsgericht hat, seitdem es das TSG gibt, sechsmal festgestellt, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist. Also bei allen Leuten, die hier davon träumen, in der Welt, in der Frankfurter Rundschau und hast du nicht gesehen, wie toll das Transsexuellengesetz ist, es ist verfassungswidrig und kein Gesetz, kein Weg führt uns in diese Herrlichkeit zurück. Transition erst ab 25 Jahre und diese ganzen Zwangsoperationen, das gibt es hier in Deutschland nicht wieder. Das führt, also da kann Herr Korte noch so lange in München rumtoben, das wird nicht wieder zurückkommen. Hoffen wir es. So, zusätzlich ist es so, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarates 2015, also auch nicht irgendwer, eine Resolution verfasst hat und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert hat, schnelle, transparente und leicht zugängliche Verfahren auf Basis der Selbstbestimmung für die Änderung des Geschlechtseintrages und des Vornamens zu etablieren. Also wir erfüllen hier auch die Vorgaben der Europäischen Union und da ist sich die Europäische Union auch eindeutig. Da nützt kein Blick nach Schweden, die ja gerade mal wieder die Situation der transgeschlechtlichen Kinder erschweren, oder nach Großbritannien. Die Europäische Union ist sich in dieser Frage klar und eindeutig. Dort muss etwas passieren. Und im Juni 2022 haben Frau Paus und Herr Dr. Buschmann die Eckpunkte des Selbstbestimmungsgesetzes vorgestellt. Und das sind immerhin 14 an der Zahl. Also gar nicht so wenig. Ich zähle sie mal auf, wo wir gerade so gemütlich beisammen sitzen. Erster Eckpunkt. Geschlechtseintrag und Vornamen werden künftig in einem einfachen Verfahren vor dem Standesamt geändert. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass es keine staatliche Versicherung ist. Es ist einfach nur eine Selbsterklärung. Genau. Zweiter Eckpunkt ist, dass es eine einheitliche Regelung geben wird für trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Wir sind sehr gespannt, was das dann im Praktischen bedeutet, ob wir dann diese vier Einträge, die wir zurzeit haben, männlich, weiblich, divers, nicht, kein Eintrag, ob es dabei bleiben wird oder ob es da eine vernünftige Bewegung geben wird. Wir haben ja im DGTE-Ausweis, ich weiß es nicht, glaube 30, 40 verschiedene Kategorien. Bei Facebook haben wir, glaube ich, 90 verschiedene Geschlechtseinträge. Ich wage nicht zu erwarten, dass es im Bezug des Selbstbestimmungsgesetzes 90 Einträge geben wird. Da wird wahrscheinlich selbst die Frankfurter Rundschau das Hamburger Rathaus anzünden oder ähnliches. Aber ein bisschen Bewegung wäre ja schön. Der dritte Punkt. In den amtlichen Dokumenten steht grundsätzlich der geänderte Geschlechtseintrag und der geänderte Vorname.
in allen amtlichen Dokumenten. Also nicht, dass die Schulleitung, im Zweifelsfall, obwohl das kein amtliches Dokument ist, die Schulleitung da andere Regelungen für sich findet. Das vierte Eckpunkt ist, es ist keine Vorfestlegung körperlicher, somatischer, geschlechtsangleichender Maßnahmen. Das ist ja das, was so ein bisschen in diesen ersten Entwürfen mit reingeschwungen hat. Da möchte man, dass das eindeutig und klar ausgeklammert ist. Der fünfte Punkt ist die Erklärung durch Eigenversicherung, also nicht durch eine eidesstattliche Versicherung, was ja den Rechtsstatus da nochmal ein bisschen höher gehoben hätte, aber wir kommen dazu noch, ist auch einer der Eckpunkte. Der sechste Eckpunkt ist, dass ab 14 Jahren, also ab dem 14. Lebensjahr, die Minderjährigen die Erklärung selber abgeben können, aber sie benötigen die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Und wenn es eine Auseinandersetzung darüber gibt, entscheidet das Familiengericht. Der siebte Punkt ist, dass sowohl unter 18-Jährige als auch deren Eltern, interessanterweise nicht die über 18-Jährigen, das Recht bekommen, eine sachkundige, ergebnisoffene und kostenlose Beratung zu erhalten. Ich bin gespannt, ob der Bund das auf die Länder abdrückt oder ob der Bund dafür Mittel bereitstellt. Denn das wäre uns natürlich ein wichtiges Anliegen. Das ist auch das, was die S3-Leitlinie, die geltende Fachleitlinie, fordert und für zwingend erachtet, dass es Peer-Beratungsstellen gibt. Ich halte das übrigens für keine gute Idee, mal so einen Blick in Richtung unserer Senatorin, eine Peer-Beratungsstelle im Kontext von Kliniken einzurichten, weil da aus unserer Sicht die Einflussnahme zu groß ist. Das sollten unabhängige Träger machen, so wie das für die gesamte queere Community hier in Hamburg auch gilt. Das sind alles unabhängige Klinik- und nicht angebundene Träger. Das halten wir für unerlässlich. Niemand sollte daraus wirtschaftliche Vorteile ziehen können. Der achte Punkt ist, dass eine Sperrfrist von einem Jahr gilt, in der diese Änderung vorgenommen werden kann. Der neunte Punkt ist, dass es offen bleibt, und das halten wir für ganz bitter, die Frage des Geschlechtsantrags in der Geburtsurkunde der Kinder. Das wird auf die Abstimmungsrechtsreform verschoben. Und der zehnte Punkt, die Änderung eines geschlechtsspezifischen Familiennamens wird auf die Namensrechtsreform verschoben. Die ist aber wirklich, wirklich bitter nötig, weil das ist ein verdammtes Nazi-Gesetz und ich musste mir hier vor zwei Jahren im Kontext meines Pflegekindes mir noch die gesamte Nazi-Gesetzesbegründung hier aus der Innenbehörde unter die Nase reiben lassen. Das war wirklich unerträglich. Dieses Gesetz wird verdammt nochmal abgeschafft. Der elfte Punkt ist ja viel diskutiert schon. Das ist das bußgeldbewährte Offenbarungsverbot. Wir finden das natürlich gut, dass da mal ein bisschen mehr Druck hinterkommt, denn das, was wir da bisher hatten, das war ja wirklich eine lasche Nummer, wo jeder gemacht hat, was er wollte. Und wenn man überlegt, wie mit Tessa umgegangen wird, dann muss man sagen, es ist die Bild-Zeitung macht schon wieder einen Artikel und hat da Querbild und hast du nicht gesehen. Also da muss man wirklich mal sagen, Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das könnt ihr euch doch in drei Teufelsnamen ersparen. Da immer den Deadname noch mit uns unter die Nase zu rein, damit es auch nochmal jeder merkt. Wirklich, da freuen wir uns drauf, dass es da mal sagen, jetzt ist mal Schluss mit diesem Alternheim. Oder sollte ich das jetzt sachlich vortragen? Du kriegst das vor, wie du es vorträgst. Ja, so wie ich dich kenne. Es tut mir leid. Immer sachlich. Der zwölfte Punkt ist, dass es, hier wird das Anerkennungsleistungen genannt für Trans, im Kontext von Trans und Inter in Bezug auf Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen. Und das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Das wird kein so ganz triviales Thema sein, gerade im Kontext von Inter. Da sind diese Dokumente, alle Wunddokumente, alle wunderbar vernichtet worden, das dann im Zweifelsfall nochmal nachzuweisen. Und ich finde es im Kontext von Familienrecht und Zwangsscheidung auch nicht so ganz trivial, wie wir das machen. Wer wird denn da eigentlich entschädigt? Werden da eigentlich nur die Personen, die unmittelbar von dem Thema Trans betroffen sind, entschädigt oder die, die alle betroffen sind, nämlich die gesamten Familien, die da zu Zwangsscheidungen gezwungen worden sind? Denn ich kann es für meine Familie sagen, diese Folgen,
dieser Zwangsscheidung ziehen sich in die dritte Generation. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Entschädigung aussieht. Der 13. Punkt ist, dass es nicht missbräuchlich in Anspruch genommen werden kann. Da sind wir schon so ein bisschen in Richtung eine staatliche Versicherung. Also die Eckpunkte bedeutet, dass denjenigen, die wie ein berühmtes grünes Mitglied, das dann nicht mehr grünes Mitglied gewesen ist, der versucht hat, auf ein Frauenticket zu kandidieren, ich weiß gar nicht seinen Namen mehr, der dann natürlich... Ich glaube, ja, nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig, wir wollen uns an ihn nicht erinnern. Der Jörner hat eine Aktion, eine bundesweite Aktion gestartet, der hat da so eine Webseite aufgemacht, da hat er hier die Ärztin, die Kinder und Jugendliche behandeln, die hat er mit so einem offenen Brief belästigt, das sind Methoden, wie in Amerika Abtreibungsgegnerinnen benutzen, das war schon eine sehr, sehr, da ist er schon sehr, sehr unangenehm aufgetreten, der Mensch, und das werden wir mit großem Interesse weiter beobachten, wie der sich da weiter aufführt. Also, die Leute, die sowas missbräuchlich benutzen, und das ist genau so dieser Mensch, der da bei uns Mitglied gewesen ist, das ist Missbrauch gewesen, was er da gemacht hat. Diese Leute, die werden in diesem Gesetz auch nochmal besonders berücksichtigt und werden nochmal besonders ins Auge gefasst. Und das finde ich auch vernünftig und richtig. Und last but not least, das Thema transgeschlechtliche Sportlerinnen, da wird die Entscheidung auf die Sportverbände geschoben. Ob das eine glückliche Entscheidung ist, weiß ich nicht. Das ist ein ganz schwieriger Punkt, ist nicht so einfach zu entscheiden. Da wird es vielleicht auch noch die ein oder andere Diskussion zu geben. 14 Punkte im Selbstbestimmungsgesetz waren das jetzt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt sehr viel Inhalt und du hast es ja wirklich sehr sachlich vorgetragen, muss man ja sagen, wie du so bist. Aber charmant. Du hast ja schon ein bisschen die Kritikpunkte auch benannt. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen, so was ich verstanden habe. Ihr könnt mich dann korrigieren, ob ich es richtig verstanden habe. Ich will es mal auf einen Punkt bringen. Das Selbstbestimmungsgesetz regelt eigentlich nur den Geschlechtseintrag und die damit verbunden oder möglich gemachte Namensänderung oder den Namenseintrag. Alles andere, was es sonst noch so gibt, das ist, da müssen wir uns noch drum kümmern. Würde ich jetzt mal sagen. So habe ich es verstanden. Und da habe ich jetzt mal eine Frage an unsere Senatorin, die ja für die Bezirke zuständig ist, die zwar hier im Land sitzt und das Ganze wird ein Bundesgesetz sein, aber die Länder sind ja dann die Ausführenden und Katharina, soweit ich das verstanden habe, hat ja dann mit der Ausführung des Ganzen zu tun. Vielleicht kannst du uns mal erläutern, was das für praktische Auswirkungen dann ja, auf Hamburg, auf die Behörde, oder wie das Ganze dann funktioniert bei den Standesämtern? Ja, das ist so ein bisschen Glaskugel natürlich, weil wir die Ausführungsbestimmungen noch gar nicht haben. Also die Eckpunkte liegen jetzt vor, ist ja eben das weitere Verfahren auch dargelegt worden, dass es dann zu einem Referentenentwurf kommt, einem Gesetzesentwurf, und es geht ja kein Gesetz irgendwie so aus dem Parlament raus, wie es reingekommen ist. Das ist ja die Regel, die man im Bundestag, aber auch in den Landesparlamenten hat. Von daher wird da sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen geschraubt und verändert. Und Cornelia hat ja eben auch gerade gesagt, wie bildet sich denn dann der Geschlechtseintrag ab? Welche Varianten und Optionen gibt es? Ja, zwischen 3 oder 4 oder 90 ist ja auch nochmal eine Riesenspanne, sodass es da noch viel Diskussionsbedarf geben wird. Ich weiß allerdings, wir hatten ja vor einigen Jahren auch den Verfassungsgerichtsentscheid zu dem Thema dritte Option, drittes Geschlecht. Und das hatte dann natürlich auch in den Bestimmungen zur Umsetzung auf Landes- bzw. kommunaler Ebene auch den Effekt, dass man mit den Standesämtern, also den zuständigen Stellen, auch darüber in den Austausch gegangen ist, wie wird denn das jetzt umgesetzt und wie schnell wird denn das umgesetzt und ist das ein Selbstläufer oder muss man da auch erstmal sprechen und aufklären und sicherlich die ein oder andere Barriere auch noch abbauen. Und dann kommt hinzu, dass nicht nur das Gleichstellungsthema bei uns, wie auch in den
anderen Ländern ein Querschnittsthema ist, sondern auch im Bezirklichen ist es so, dass es immer noch zuständige Fachbehörden gibt. Auch das ist ja eben schon angeklungen, dass wir hier eine Innenbehörde haben, die in dem Bereich im Lead sind, in der sogenannten Federführung, also die Hauptverantwortung tragen und das natürlich dann aber auch mit uns abstimmen. Also das wird noch ein ganz interessanter Prozess, sicherlich mit einigen Fallstricken und Kapriolen, die da noch geschlagen werden. Aber was mir wichtig ist zu sagen, dass das ja wirklich von der Haltung und vom gesamten Angang hier jetzt endlich die lang erhoffte und dringend notwendige Veränderung auch wirklich gewesen ist. Ich erinnere mich, Cornelia, wann war es, vor 3 oder 4 Jahren, als wir auch hier saßen zu diesem Thema und du warst ja heute moderat, also deine Wut irgendwie gar nicht im Zaume zu halten war, übrigens mit den anderen Diskutantinnen, die wir hier auf dem Podium hatten, und es wirklich hieß, dieses menschenverachtende, diskriminierende Gesetz gehört wirklich auf den Scheiterhaufen, auf den Müllhaufen der Geschichte. Und jetzt ist es soweit, dass wir mit einer neuen Bundesregierung da auch wirklich frischen Wind in dieses Feld bekommen. Und ich finde, das zeigt sich an ganz vielen Stellen, dass da jetzt, man wünscht sich immer noch schneller und vielleicht auch noch radikaler an der einen oder anderen Stelle, aber dass da jetzt wirklich mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Blick auch auf diese großen, wichtigen gesellschaftspolitischen Themen geguckt wird. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Also, dass da jetzt wirklich was passiert und endlich ins Rollen gekommen ist. Adan, hast du eine Vorstellung, oder eine Lieblingsmöglichkeit zum Geschlechtereintrag, der dann, den es dann geben sollte. Also wir haben ja jetzt gehört, oder es klang ja an auf jeden Fall, so habe ich es verstanden, so wie es jetzt ist, ist es nicht ganz optimal. Hast du eine optimalere Vorstellung? Also so wie es jetzt ist, ist ja gerade TSG, das ist ja sowieso Quatsch. Und also das mit den 90 Optionen, die Facebook-Variante, ich habe da noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber das finde ich so impulsmäßig auch nicht ideal. Ich wäre vielleicht eher bei Streichung einfach so, und dass das mit dem Geschlecht eher so Privatsache ist, statt dass das irgendwo amtlich festgehalten werden muss, wäre jetzt so mein erster Gedanke. Ja, also die 4 Kategorien, die es ja gibt, weil es gibt ja nicht nur 3, es gibt ja 4, sind halt natürlich, also das ist halt wie mit Worten und irgendwie Kategorien und Labeln, das halt immer so eine Sache ist. Das ist natürlich total, also ein Versuch, die Realität zu beschreiben, der halt hinten und vorne nicht hinhaut, ne? Also so, ja, also wenn wir schon Kategorien haben, dann sind mir die, finde ich die 4 schon jetzt erstmal irgendwie übergangsweise okay. Ich glaube, vielleicht ohne wäre vielleicht gut. Ja. Cornelia. Naja, wir haben eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass das festgelegt hat, dass wir diese 4 Kategorien haben. Aber wir sehen in der Rechtspraxis, dass es... dass alle diejenigen, die sich außerhalb von männlich und weiblich einkategorisieren, dass es dafür keine Rechtspraxis gibt. Sondern ganz im Gegenteil, dass die mit erheblichen Nachteilen zu tun haben. Beispielsweise werden Eltern nicht als Eltern eingetragen in das Standesamt, wenn sie keinen Geschlechtseintrag haben oder den Universeintrag haben, als ihre eigenen Kinder, und zwar ganz unabhängig davon, ob sie sie gezeugt oder geboren haben. Das ist eine skandalöse Situation, die ich unerträglich finde. Also wie kann der Gesetzgeber zwar sagen, na gut, okay, das gebe ich euch, na, diese 4 Anträge gebe ich euch, aber wehe, ihr wählt nicht männlich und weiblich, dann geht es euch aber echt dreckig, dann weiß ich schon, wie ich euch zur Strecke bringe. Wenn das die Haltung ist, mit diesem Thema umzugehen, und das ist im Moment der Ist-Zustand, den wir haben, dann ist das ein unerträglicher Zustand und nicht hinnehmbar. Wir kriegen ständig diese Fälle. Im Prinzip ist es immer so, dass wenn ich jemanden habe,
der eine Indikation oder die eine Indikation haben möchte in diesem Kontext, in die Richtung, muss ich mal sagen, Gottes Willen, mach es nicht. Das musst du dir bitte genau überlegen. Und ich finde das immer ganz bitter, weil es natürlich so eine entpolitisierende Haltung zum Thema ist und weil es natürlich schon um Sichtbarkeiten geht. Aber da wird sich dann darüber aufgeregt, dass kein Mensch sich einen diversen oder keinen Geschlechtsanteil in Hamburg, ich weiß gar nicht, die Zahl ist irgendwie so 0,0000, hast du nicht gesehen. Und das liegt exakt genau daran, dass die Leute bis zum geht nicht mehr schikaniert werden, die das machen. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Ja, weil es halt damit nicht getan ist, dass es halt in deinem Ausweis drin steht. So, ja, ne? Neulich hat, was war, die hat in der Personalabteilung von irgendeinem großen Finanzverkaufs, wie heißt Dings, gearbeitet, mit irgendwie mehreren tausend MitarbeiterInnen hat mich in meiner Arbeitszeit angerufen und dann habe ich der eine Impromptu-Beratung gegeben, wie das alles ist, weil sie viele Fragen hatte, weil sie wollte das gerne irgendwie gut machen. Und war dann so, ja, wie ist denn das? Wer hat welchen Geschlechtsantrag? Was gibt es nochmal genau? Und wie ist es dann mit Namen und Nachnamen und Vornamen und dies und das? Und das System, das kann dies und jenes kann es aber wieder nicht und so. Und es gibt ja die vier Geschlechtsanträge jetzt auch nicht erst seit gestern. Diese Rentenversicherungsnummern, dies, das. Also, ja. So. Also, Gesetz ist das eine, aber dann, ja. Katharina, hast du eine Ahnung, warum für uns in Deutschland anscheinend dieser Geschlechtseintrag immer noch so wichtig ist? Oder ist das so deutsche, unsere deutsche Mentalität? Gibt es da behördlichen Nutzen von oder eine Notwendigkeit? Und wie denkst du selbst als Mensch darüber? Ist das für dich wichtig? Wenn ich als Mensch darüber denke, da mache ich mir noch mal kurz Gedanken. Als Mensch, ich denke, es ist Gesetzeslage, die Geschlechtseinträge vorzunehmen und natürlich ein Stück weit dann auch die über Jahrzehnte gelebte Praxis, die man aufbrechen müsste. So wie es ja beispielsweise bei anonymisierten Bewerbungsverfahren auch schon passiert. Die werden nicht überall angewendet und es wird nicht überall praktiziert, aber ich kenne es beispielsweise auch aus den USA, dass man bestimmte Einträge, die bei uns irgendwie immer bei jeder Bewerbung dabei sein mussten, dazu gehört auch das Geschlecht, dass das dann da rausfällt. Genauso wie Alter oder auch Herkunft, dass man bewertet wird an dem, was man einreicht, an Leistung, an Persönlichkeit, an Erfahrung, die man in einem bestimmten Beruf gesammelt hat und dass da der Geschlechtseintrag dann keine so große Rolle mehr spielt. Aber das ist, vielleicht weiß das hier jemand aus dem Publikum oder kann es anders oder besser beantworten, als ich würde sagen, Gesetzeslage und dann natürlich bewährte Praxis in den Amtsstuben dieser Republik. Und ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, darauf völlig zu verzichten. Das ist mir bisher so noch nicht in den Sinn gekommen, weil ich mich immer als Frau, als weiblich definiert habe und das eben auch ein Stück von mir ist und ich deshalb auch, ja, das nicht mit Stolz, aber selbstverständlich dann auch angekreuzt oder angetickt habe. Und genauso finde ich es aber nachvollziehbar, wenn man sagt, ich will es entweder gar nicht angeben, ich will mich da gar nicht festlegen oder entscheiden müssen. Das gehört für mich genauso eben dazu, sowohl zum Thema Sichtbarkeit wie auch zum Thema Selbstbestimmung. Ja? Die Freiheit, selbst zu bestimmen, wer man ist und auch so akzeptiert zu werden. Ich bin da vielleicht ein bisschen auch aus meiner Rolle heraus dann zu offen oder zu liberal und sehe jetzt ganz viele Probleme, die damit einhergehen, gar nicht. Aber manchmal denke ich, das würde alles weniger kompliziert machen. Ja, danke. Wir haben ja im Personalausweis keinen Geschlechtseintrag. Es gibt überhaupt nur Geschlechtseinträge in der Geburtsurkunde und im Reisepass.
Und unser Alltagsleben kommt ohne diese Einträge ganz gut aus. Das kriegen wir irgendwie ganz gut hin. Und Geschlecht hat natürlich eine Relevanz. An der Stelle, wo es um Fragestellungen, die Geschlechtlichkeiten betreffen, wo es um diese Fragestellungen geht, wer wird schwanger zum Beispiel, wir müssen bestimmte Statistiken führen. Und selbst ich, die ich in einer Einrichtung, die mit geschlechtlicher Vielfalt arbeitet, bin munter fleißig am Rumkategorisieren in der Geschlechtlichkeit. Also bei mir ist auch mal ganz wichtig herauszufinden, welches warum, wie Geschlecht. Also es ist nicht so, dass die Auseinandersetzung der geschlechtlichen Vielfalt zur Abwesenheit von Geschlecht führt, sondern ganz im Gegenteil, es führt zu einer Differenzierung oder zu einer Präzision. Das, was Gender Mainstreaming eigentlich im besten Sinne meint, wir gucken uns die Unterschiede der Geschlechter an und benennen sie und berücksichtigen sie. Also wenn geschlechtliche Vielfalt heißt nicht, Geschlecht verschwindet, sondern im Gegenteil, geschlechtliche Vielfalt heißt eine Präzisierung, eine Genauigkeit, eine Relevanz festzulegen. An welcher Stelle ist Geschlechtlichkeit? Wenn du sagst, ich fühle mich als Frau, und das finde ich auch ganz wichtig, dann ist es an der Stelle wichtig, wo du es wichtig findest. Fertig. So, und das habe ich zu respektieren. Das ist nicht mal an mir, das in Frage zu stellen oder auflösen zu wollen. Das ist auch nicht gemeint, wenn wir über geschlechtliche Festlegungen reden. Und ich möchte gerne das um einen Gedanken erweitern, dass es mir persönlich sehr wichtig ist und ein Anliegen ist, da ich selber ja zwei transgeschlechtliche Pflegekinder habe, dass wir das Thema auch aufmachen können. Also es ist ja so, dass es einen gewissen Hang von verschiedenen Seiten zu Festlegungen gibt. Die einen, die sagen, nee, wir wollen das gar nicht, wir wollen nur Mann und Frau und es gut ist. Na, das ist eine Festlegung. Und auf der anderen Seite, wenn man das aus der Vielfalt betrifft, wir wollen eine Regelung haben, dass Vielfalt zur Kenntnis genommen wird. Wir brauchen aber in einem bestimmten oder wir brauchen in bestimmten Bereichen Öffnungen, wo ausprobiert werden kann, wo es keine Festlegungen gibt oder wo es Festlegungen gibt, die einen temporalen Charakter haben. Also es ist fatal, wenn wir in eine Situation kommen, dass wir Jugendliche oder auch Kinder, die mit dem Thema Geschlechtsdiversität unterwegs sind und wir, die wir damit arbeiten, verstehen geschlechtliche Vielfalt nicht als Krankheit, sondern wir verstehen geschlechtliche Vielfalt genauso wie sexuelle Vielfalt als etwas, was in uns Menschen liegt und was ein völlig normaler, natürlicher Prozess ist. Und deshalb ist es wichtig, den Kindern, wir haben vorhin darüber gesprochen, es geht um Akzeptanz, um Aufklärung, wir haben über Sorum gesprochen, also wenn wir Kinder aufklären und sie ermuntern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann muss es an dieser Stelle auch, ich will mal sagen, so etwas wie verbriefte Flexibilität geben. Und da ist es völlig fatal, wenn wir über die 14-Jahres-Regelung die Eltern und die Kinder in Festlegungen zwingen. Na, und zu sagen, ihr müsst jetzt aber mal sagen, wie das denn jetzt genau ist. Und da dürft ihr auch ein Jahr lang nicht dran rütteln. Mein Jahr wird auch bei Kindern irgendwie funktionieren, selbst wenn da vielleicht auch ein bisschen mehr Dynamik in der ganzen Geschichte ist. Aber grundsätzlich sind solche Verfahren, die an so einer Stelle solche Festlegungen schaffen, sind für das, was wir eigentlich aus dem therapeutischen Setting machen, was wir als Eltern wollen, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, ihre Geschlechtlichkeit zu entdecken, damit auch vielleicht ein bisschen herum zu experimentieren und das aber auch berücksichtigt zu finden. Also wo nicht jeder Lehrer um die Ecke kommen kann und seine Vorstellung zum Besten geben kann, was er nun über das Thema denkt oder was sie über das Thema denkt. Denn das ist meinen Kindern passiert, dass wirklich dass jeder Hans und Franz da um die Ecke kam und irgendwelchen Kack zu dem Thema zu erzählen hatte. Da hätte ich gerne Klarheit. Da hätte ich gerne eine Klarheit, dass in der Schüler- und Lehrerdatenbank die selbstgewählten Namen und Pronomen auch reingeschrieben werden und das auch akzeptiert wird und fertig ist. Und da will ich nicht mit jedem Lehrer, mit jeder Lehrerin drüber diskutieren. Aber das muss ich nicht über ein Selbstbestimmungsgesetz schon zwingenderweise regeln. Und da muss ich nicht schon gleich in irgendwelche gesetzlichen Regelungen gezwungen werden. Und es muss nicht überall gleich geändert werden, sondern es reicht erstmal, wenn wir bestimmte Spielräume schaffen. Da geht es darum, sich ein bisschen rauszubewegen aus diesen normierenden Kategorien und Entwicklungsspielräume zu verschaffen. Und das würde uns aus der therapeutischen Sicht auch sehr viel mehr Spielräume schaffen. Es geht also gar nicht immer so in Schwarz-Weiß, in so ein Schwarz-Weiß-Denken und Schwarz-Weiß-Lösungen zu schaffen, sondern es gibt Punkte, wo es auch um Flexibilitäten geht, die aber auch eine Rechtssicherheit schaffen und den Kindern nicht die Willkür von irgendwelchen Leuten ausliefert.
kurz zurückfragen, Cornelia, was heißt das, wo und an welcher Stelle Flexibilität? Das heißt, da sind wir dann auch gefragt. Ja. Da können wir auch schon auf Hamburger Landesebene bis hin in die kommunale Ebene gefragt sein. Also wie sieht sowas konkret aus, wenn ja, die, das Stichwort Schule jetzt nochmal aufgreift? Ja, ich wage es nicht, nach Bremen zu gucken, weil da ja zuhörerweise die Linke mit an der Regierung beteiligt ist und wir, die queere Kraft sind, wir Grünen, die haben das gut hingekriegt. Die haben da eine Verordnung durch die Schulbehörde geschaffen, dass die selbstgewählten Namen und Pronomen dort in die Schüler- und Lehrerdatenbank, so heißt das in Hamburg, ist nicht gegendert, eingetragen werden können und auch verbindlich sind. Und das brauchen wir in Hamburg auch. In Hamburg stellt sich die Schulbehörde so dermaßen konservativ quer an dieser Stelle und ist unglaublich zickig. Und das wäre total gut, wir könnten in dieser Legislaturperiode das Thema noch bewegen. Das würde unglaublich vielen Kindern und Jugendlichen in Hamburger Schulen helfen und auch den Eltern. Ganz ehrlich, das brennt uns allen auf der Seele. Ja, danke für den Hinweis, Cornelia. Also, ich habe da selbst ein bisschen... Ich wollte noch was ergänzen. Entschuldigung, ich habe dich übersehen. Du bist zuerst dran, ich bin hier nur Moderator. Was ich sagen wollte, mit dem geöffneten Raum und so und wo das gut ist, es macht halt auch Sinn, dass man an Stellen den Namen und so ändern kann, ohne dass das amtlich schon geändert ist, also ohne dass man diesen Prozess durchgehen musste, selbst wenn er einfach ist. Also selbst wenn ein Selbstbestimmungsgesetz da ist und man es einfach so ändern kann, macht es trotzdem Sinn. Weil man dann sich auch nicht direkt festlegen muss. So. Weil man das vielleicht auch mal ausprobieren will und so, weil es geringere Hürden gibt, weil man vielleicht in verschiedenen Kontexten verschiedene Namen benutzt. Was ja nicht nur Transleute betrifft, was ja alle möglichen Leute betrifft. Auch da nicht nur das an dieses Gesetz knüpfen, sondern das ein bisschen lockerer sehen vielleicht. Wenn ich trotzdem auch noch eine kleine Ergänzung machen darf, weil jetzt ich ein bisschen getriggert wurde durch das Schulthema. Ich habe es dir vorhin gezeigt, eine E-Mail von einer Familie, die mich gestern erreicht hat, von einem Vater, der mich im letzten Jahr im Wahlkampf an einem Stand angesprochen hat und mir von seinem Kind erzählte, das schon in sehr jungen Jahren, ich glaube mit 3 oder 4, angefangen hat, zu sagen, nein, ich bin nicht der, ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Und ich muss jetzt nicht herleiten, wie die Familie ganz wunderbar damit umgegangen ist. Jedenfalls das Kind, das Mädchen, ist dann in die Schule gekommen und es stand immer der Name noch mit auf dem Zeugnis. Und das haben wir mit der Schulbehörde sehr intensiv besprochen. Und jetzt kam gestern die E-Mail mit einem Eisbecher und einem großen Dank und das erste Mal das Zeugnis mit dem Mädchennamen von dem Kind. Und das war für mich auch nochmal so ein Hallo-Wach-Ereignis. Ja, da muss strukturell was passieren, auch vielleicht sehr einfach, was man da verändern kann. Aber es lohnt sich auch, bei so einzelnen Fällen einfach dran zu bleiben und immer wieder nachzufassen, auch wenn das sehr kompliziert ist für die Familie und auch für die, in diesem Fall, Schulbehörde. Und das hat dann gut geklappt. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich wollte hier nicht gegen die einzelnen Schulen sprechen. Also wir haben in der Schulbehörde haben wir eine entsprechende Vernetzungsstelle. Die Kollegin ist da unglaublich engagiert, die sich sehr für die einzelnen Schülerinnen und Schüler einsetzt. Da muss man auch ein großes Lob an den Aktionsplan in Richtung Aktionsplan sagen, weil über die Vernetzungsstelle, die Kollegin, die das lange gemacht hat, mit ganz, ganz großem Engagement, sie sitzt da auch, Wiebke Fuchs, also mal einen herzlichen Applaus für Wiebke. Was eine riesen Hilfe gemacht. Und hat sie einfach toll gemacht, das habt ihr möglich gemacht mit dem Aktionsplan und da muss auch große Lanze brechen für die einzelnen Schulen, weil die einzelnen Schulen setzen sich wahnsinnig für ihre Transkinder ein und versuchen die zu schützen und machen und tun, also da habe ich auch gar keine Kritik dran, aber es ist einfach so, im Moment mauert die Schulbehörde und im Moment ist der Haken, den wir haben und aus meiner Sicht wirklich völlig überflüssig, diese bescheuerte Datenbank,
was zu Zwangsoutings geführt hat, also nach dem Motto, in Hamburg, in den Schulen ist ja mit dem Datenschutz so ganz besonders streng gehandhabt und dann haben wir hier Covid gehabt und dann gingen diese Listen auf dieser Datenbank dann durch den gesamten Klassenverband, durch die gesamte Schule und so, und dann waren die alle zwangsgeoutet. Also, und ich meine, das müsste der Senat hinkriegen. Das müssten wir in dieser Legislatur. Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Das ist ja sehr konkret und das kann ich ja auch auf kurzem Wege direkt mal ansprechen. Dem geschätzten Kollegen Fiesrabe. Ja, also mich bewegt es auch immer sehr, wenn ich solche Geschichten höre. Mein Mann ist Lehrer an der Schule, wo auch immer mehr Kinder und Jugendliche sich als trans outen. Gott sei Dank in der Atmosphäre mit den anderen MitschülerInnen, die das gut aufnehmen, die das gut begleiten. Und ich weiß nur auch, dass da gerade, wie du sagst, also deswegen sage ich das nochmal kurz, da sind oft die LehrerInnen das Problem, nämlich dass die sich dagegen stellen, wirklich den richtigen Namen, das Kind mit dem richtigen Namen anzusprechen. Und aber da finde ich es ganz, also da musste ich gerade dran denken, weil ich finde es ganz toll, dass da auch so eine Korrektur unter den LehrerInnen passiert und diese da gegenseitig, also dass genau diese da doch sehr korrigiert werden von ihren KollegInnen, um das dann zu tun. Also da tut sich auch sowas, aber sicherlich ist es der einfachste, also könnte ich mir vorstellen, der einfachste Weg, das über eine Verordnung ganz einfach zu regeln. Dass man da einfach da nicht mehr solche Kräfte aufwenden muss. Wir bleiben dran. Ja, wir bleiben dran. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten und deswegen wollte ich jetzt eigentlich noch mal kurz zu dem zweiten Teil kommen. Wie geht's weiter? Da wollte ich noch mal ein bisschen was von euch zu hören. Was fehlt eurer Meinung nach noch? Oder was fehlt noch, was getan werden muss? Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja das eine. Die Situation von Menschen, die trans, inter oder non-binär sind, ist das andere. Und das macht ja noch mehr aus als den Geschlechtseintrag und die Namensänderung. Da sind ja sicherlich noch ganz andere Sachen zu tun und zu bewerkstelligen. Angesprochen wurde schon Abstammungsrecht und Namensrecht, dass ja noch überhaupt nicht berührt sind davon. Und interessant zu hören, fände ich auch von Katharina, was ist geplant an Maßnahmen jetzt in diesem, wo ihr ja gerade den Aktionsplan genau weiterführt, Entschuldigung, den Aktionsplan weiterführt, auch in diese Richtung. Wer mag anfangen? Katharina? Ada vielleicht? Das ist eine spezifische Frage. Jetzt interessiert es mich auch. So, ich muss noch mal nachdenken über die Antwort, weil die ja sehr konkret auf den Aktionsplan. Ja, dann fang du mal an. Ich finde, wir haben so zwei Dynamiken am Werk. Wir haben ein gesellschaftliches Rollback. Ich fand es unerträglich, hier in Hamburg diese Schwurblerinnen-Demos zu erleben und auch, wie zahlreich die waren. Das hat mir Angst gemacht, ehrlich gesagt. Und auch das Erstarken der AfD bundesweit. Da gibt es schon auch eine gesellschaftliche Bewegung, einen gesellschaftlichen Rollback. Und es gibt auch eine Bosheit in der Diskussion um geschlechtliche Vielfalt. Das erlebe ich schon so. Also die Art und Weise, wie das pathologisiert wird, wie wir pathologisiert werden, wie wir kriminalisiert werden. Also diese Debatten, die wir vor 30 Jahren im Kontext mit Schwul- und Lesbischsein hatten, die haben wir jetzt im Kontext geschlechtlicher Vielfalt und auch mit einer Art von Bosheit, die ist wirklich ungewöhnlich.
Wir sehen das in Amerika, wenn so ein Staat wie Texas Eltern kriminalisiert, die ihren Kindern beistehen. Also da, das finde ich so unterirdisch. Wir sehen das in den Vereinigten Staaten, wie das mit den Abtreibungsrechten läuft. Und was man eben auch ganz klar sehen muss, diese Verknüpfung zwischen Frauenrechten und Transrechten, da gibt es eine ganz enge, ganz strikte Verknüpfung. Also wenn es der geschlechtlichen Vielfalt an den Kragen geht, dann geht es den Frauenrechten auch an den Kragen. Das ist ein und dasselbe, es kommt aus derselben Ecke, es ist dieselbe Quelle. Und wir sehen es in Ungarn, wir sehen diese unerträgliche Situation der schwangeren Frauen in Polen, mit den toten Frauen, die es da gibt. Also ich weiß gar nicht mehr, welches Entsetzen mich da schütteln soll. Wir hatten hier in Hamburg ja vor einiger Zeit die Demonstration gegen die Abtreibungsrechte, gegen die Verschärfung der Abtreibungsrechte in den Vereinigten Staaten, die wir hier mit einem breiten Bündnis gemacht haben. Also es gibt Entwicklungen, die mich wirklich schaudern lassen. Und ich muss auch ganz ehrlich gesagt sagen, ich finde es unerträglich und nicht hinnehmbar, dass die EU das, die EU macht zwar schon was dagegen, aber dass das letztendlich möglich ist hier in der Europäischen Union. Das finde ich für den europäischen Gedanken unerträglich und da ist Handlungsbedarf aus meiner Sicht. Das dürfen wir nicht zulassen, so etwas. Ich habe da noch einen Eindruck, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass ich mitgekriegt habe, dass selbst in der Trans-Community diskutiert wird und selbst da es Menschen gibt, die das Ganze sich selbst, finde ich, pathologisieren. So verstehe ich den Herrn Amelung. Jedenfalls das, was ich von ihm und über ihn gelesen habe. Und eine vollkommen biologistische Diskussion da wieder aufmachen, wovon wir ja eigentlich schon weit weg sind wieder. Also ich finde, das ist ein bisschen nuanciert zu betrachten. Also es gibt in Sachen Trans oder geschlechtlicher Vielfalt, das gibt es bei sexueller Vielfalt auch nicht, es gibt keine wissenschaftliche Begründung, warum das so ist. Wir wissen, dass es das gibt, wir können das auch wissenschaftlich begründen, weil wir das messen können, wie viele Menschen sind sexuell vielfältig, wie viele Menschen sind geschlechtlich vielfältig, insofern können wir es wissenschaftlich nachweisen, dass es das gibt, aber wir wissen nicht warum. Nun muss man wissen dazu, dass ich seit über 30 Jahren in der Suchtkrankenhilfe arbeite. Und in der Suchtkrankenhilfe gibt es, das war Ende der 60er Jahre überhaupt gar keine Krankheit, das war eine Charakterschwäche. Und bis heute gibt es keine wissenschaftlich anerkannte Erklärung, warum Menschen suchtkrank werden. Wir wissen nur, dass es das gibt. Das heißt, ich habe 30 Jahre lang in einer Fiktion gearbeitet, in einem wissenschaftlichen Vakuum und habe trotzdem Menschen gerettet. Also ich persönlich kann damit ganz gut leben, dass es keine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt. Und ich finde das deshalb legitim, weil es das nicht gibt und weil es auch, ich werde darüber wahrscheinlich wegsterben, dass es da keine Erklärung für gibt. Und ich finde es legitim, wenn Menschen, die selbst betroffen sind, sich eine Erklärung schnitzen und sie auch vertreten. Das finde ich legitim, selbst wenn ich sie manchmal unerträglich finde. Unerträglich, wirklich. Und die Schlussfolgerungen, die sie ziehen, das ist das eine. Das respektiere ich. Also wenn Herr Amelung sagt, er war total froh, dass irgendwie ein Gatekeeper ihn da richtig zur Mangel genommen hat. Und wenn Frau Bell sagt, scheiße, ich hatte keinen Gatekeeper und wir haben ja in Deutschland den allerschönsten Fall. Ich habe mir selber Mode organisiert und meine OP habe ich auch selbst bezahlt und Gatekeeper habe ich gar nicht gesehen, aber ich will, dass es das für alle anderen gibt. Also das, Samantha, das ist wirklich die Krönung unsere Vorzeige-Detransitionierin, die in jeder Emma-Ausgabe und in jeder Frankfurter Rundschau gerne uns erklären kann, dass sie sich dort vorbeigeschummelt hat. Aber wenn sie sich nicht vorbeigeschummelt hätte, dann wäre ihr das alles erspart geblieben. Alles okay. Na? Es ist eben die Frage, was machst du damit politisch? Und wo gehst du damit politisch um und auf welche Seite schlägst du dich? Und da sollte man vielleicht mal zwischendurch drüber nachdenken, wer einem da so applaudiert. Na? Und wer da die 30.000 Tacken zusammengespendet hat. Na? Das sind doch die spannenden Fragen. Was sind denn das für Leute, die da wirklich applaudieren? Und über eins muss man sich im Klaren sein, wenn die mit uns fertig sind, machen die bei uns nicht Halt.
Das ist eindeutig so. Wenn die geschlechtliche Vielfalt erledigt haben, dann geht es der sexuellen Vielfalt als nächstes an den Kragen. Und den Frauenrechten, die haben sie zwischenzeitlich sowieso gleich mit, die werden mit uns mit erledigt, ehrlich gesagt. Da machen sie bei sexueller Vielfalt, die haben vielleicht noch eine Gnadenfrist, ne? Also Frauenrechte und Transrechte, das ist das, was als erstes dran ist. Das sehen wir in Ungarn, das sehen wir in Polen und das sehen wir in den Vereinigten Staaten. Und wer sich darüber Illusionen macht, dem kann ich auch nicht helfen, ganz ehrlich. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir solche Rahmungen wie den Aktionsplan haben. Und das wäre auch immer meine erste Botschaft, zu sagen, die Haltung, die darüber transportiert wird, das So-Sein allen zu ermöglichen und vor allem aber auch die Stellen, die ja mit Bürgerinnen und Bürgern arbeiten, im behördlichen Kontext, in den Bezirksämtern, die so zu sensibilisieren, also richtig ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir in einer vielfältigen, in einer pluralistischen Gesellschaft leben und dass wir diesen Rollback nicht dulden. Das ist der Prozess, den ich jetzt auch wieder so spannend fand in der Weiterentwicklung des Aktionsplans. Ich habe eben gesagt, dass viele Maßnahmen, oder ich glaube, das habe ich im Radiointerview vorhin gesagt, dass zu den bestehenden Maßnahmen, von denen ganz viele fortgesetzt werden, viele, viele neue dazukommen, weil wir uns angucken, was eigentlich gerade aktuelle Themen sind. 2015, 2016 ging es sehr viel um das Thema queere Geflüchtete. Auch das ist jetzt wieder ein brandaktuelles Thema. Aber wir gucken uns zum Beispiel das Thema Queer und Alter an. Etwas, was aus der Community an uns herangetragen wurde. Da müsst ihr viel mehr gucken. Das Thema Gesundheit. Queer und Gesundheit ist ein ganz zentrales Thema. Und wenn ich jetzt konkret eingehe, nochmal auf die Frage, was fehlt in dem Trans-Bereich, das ist eben auch schon angeklungen bei den 14 Eckpunkten, das Thema Beratung. Das erreicht mich jetzt viel mehr, als es mich noch vor einigen Jahren erreicht hat. Du hast es ja eben auch dargestellt, wie wichtig das ist, Anlaufstellen zu haben, Begegnungsorte zu schaffen, auch jetzt nach dieser Corona-Zeit wieder Menschen zu sehen, zu treffen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch in der Weiterentwicklung nochmal ganz, ganz genau hingucken, dass die Beratung, die da ist, die tolle Arbeit macht. Aber immer muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir meinen Gleichstellungsetat angucke und den vergleiche mit dem Etat, den ich in der Wissenschaft habe, da ist es der drittgrößte mit weit über 1 Milliarde Euro. Es ist ganz relevant, ja, also wissens- und faktenbasiert und Unterstützung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Aber was für sensationelle und wichtige, auch lebensrettende Arbeit von den Beratungseinrichtungen, Organisationen, Vereinen geleistet wird, auf wirklich so schmalem Budget, ja. Wenn ich sehe, dann haben wir hier eine 6,5-Stunden-Stelle und stocken darüber nochmal auf und dann ein befristetes Projekt. Also das ist wirklich etwas, was mich sehr umtreibt aktuell und das ist auch etwas, was jetzt in dieser Pride Week sehr stark wieder an uns, an mich herangetragen wird. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal gucken, wie wir da Strukturen nochmal besser aufstellen können, sichtbarer machen können, dass auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht wissen, an wen kann ich mich wenden oder ich weiß, mit meiner Familie komme ich nicht klar oder geht erstmal nicht. Ich habe diesen Safe Space noch nicht mehr aufgebaut. Das sagtest du, glaube ich, gerade in eurem Interview, dass es da Anlaufstellen gibt, sichtbare Anlaufstellen in der Stadt. Und das ist etwas, womit wir uns, glaube ich, weiter auch beschäftigen, um auch diesem Rollback etwas entgegenzusetzen. Zum Bewusstsein, wir alle haben diesen Job, etwas pathetisch, eure Freiheit jeden Tag aufs Neue zu verteidigen. Mein einer Gedanke ist, was denn mit den anderen Etats, also so aus meiner Geschäftsführungsposition heraus, wenn in dem einen Topf so wenig Geld ist, guckt man doch vielleicht mal in den anderen. Was ich noch sagen wollte, es gibt diese Beratungsstellen ja auch schon. Nur dass ja, es gibt ja massig hochkompetente Leute, die alle in den Startlöchern sind und irgendwie das alles ehrenamtlich machen und ja, super qualifiziert sind. Und wo die Leute kommen, also wie oft habe ich, dass Leute zu mir kommen und so nach einer halben Stunde sagen,
Ja, das hätte mir vor 2 Jahren mal jemand sagen müssen. Ich bin jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre einmal die Woche zur Therapie gedackelt, zu jemandem, der sagt, der wäre irgendwie Profi. Das habe ich jetzt hier in 5 Minuten gelernt, was ich ja da schon hätte gebraucht hätte. Also die Grundvoraussetzungen sind geschaffen. Man muss sich nur noch Scheine geben. Also so, ja. Danke. Ich würde gerne noch einmal Katharina zustimmen wollen. Weil ich so ein bisschen den Part, was ist eigentlich gut, ich bin so ein bisschen, ich rutsche immer leider aus mir völlig unerklärlichen Anwandlungen ins Negative rüber. Ich finde, dass wir in Deutschland mit dieser Initiative Selbstbestimmungsgesetz, dass das ein historischer Schritt ist. Könnt ihr drehen, wie ihr wollt. Es ist ein historischer Schritt und es ist ein glücklicher und guter historischer Schritt, den wir da vollziehen werden und mit Sicherheit auch vollzogen bekommen. Und das wird für unglaublich viele Menschen eine Erleichterung bedeuten. Und dann wird es auch darum gehen, dass wir das verstetigen und dass, wenn wir hoffentlich dann keinen Regierungswechsel haben werden, dass es dann trägt, dieses Gesetz. Dass nicht irgendjemand hinterherkommt und sagt, nee, das ist eine schlechte Idee. Da wird auch noch mal was zu leisten sein. Aber ich denke, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Und was ich auch sagen muss, finde ich, was so den politischen Alltag angeht und das auf der Straße angeht, das Miteinander, was wir hier in Hamburg in der queeren Community haben, was wir im feministischen Kontext haben, dass wir hier miteinander reden, dass wir uns unsere Unterschiedlichkeiten wahrnehmen können und auch respektieren können, aber dass wir solidarisch miteinander sind, dass wir hier einen Deichmarsch haben, den wir gemeinsam machen werden. Claudia sitzt da, mal einen großen Applaus hier an das Lesbennetzwerk hier in Hamburg. Die da unglaublich solidarisch zu uns stehen, jetzt zu Tessa stehen und mit uns zusammen diesen Kampf führen, dass wir hier in Hamburg diesen CSD auf die Beine gestellt bekommen. Bei all der Kritik, die es da auch manchmal an dieser Kommerzialisierung und hast du nicht gesehen, kommt Volksfestcharakter, es ist und bleibt eine Demonstration, die wir hier in Hamburg gemeinsam auf die Beine stellen. Das zeigt eben auch, dass wir trotz allem in der Breite der Gesellschaft angekommen sind, dass es eine Akzeptanz gibt in der Breite der Gesellschaft. Und ich finde auch, okay, wir führen eine schwierige Diskussion, die ist zum Teil auch wirklich wütend, diese Diskussion, aber es gibt eben auch viele Stimmen, die uns unterstützen und die auf unserer Seite sind und die werden auch gehört und die sind wohltuend. Und wir sind total froh, dass du da diesen Job machst. Wir sind froh darüber, dass es diese Mehrheiten zurzeit im Bund gibt und wir sind da auf dem guten Weg. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses wirklich tolle Schlusswort.